Es ist mir gelungen. Ich weiß, wann ich aufgenommen habe. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim, der Elder Scrolls. Der Elder Mauszeiger, der immer hoch und runter scrollt. Und ja, wir waren das letzte Mal hier in diesem Handelskonto, haben ein paar Sachen verkauft. Ich dachte schon, das Spiel kackt jetzt ab. Ja, wir sollen wieder nach Weißlauf gehen. Ja, nach Weißlauf, glaube ich zumindest. Und diesem Jarl da Sachen anbieten. Nein, erstatten, oder? Euch wurde doch bereits gesagt, kleiner dass ihr Leck. Hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um, geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach dir zu suchen. What the fuck? Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Ich muss kurz speichern. Klick. So. Ja, ich gehe schon. Ist noch nicht vorbei. Oh, sie kommen wieder. Jetzt habe ich aber Angst. Sehr, sehr große Angst. Guten Tag. Es liegt Frost in der Luft. Ja, ist mir interessant. Ist mir eigentlich egal. Ich wurde da vorhin von diesen Novizen da erledigt. Also nicht vorhin, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, sozusagen für ihn ist es ja vorhin. Nein, es muss eigentlich sozusagen gestern sein für ihn. Weil ich habe ja zwischendurch ein bisschen... Haltet jetzt einfach mal alle eure... Nein, wir sind ganz, ganz nett, ganz nett. Die sind richtig gut bestückt. Also an Waffen, ne? Also, nicht falsch verstehen. Drachenfeste, guten Tag. Ich klopfe mal schnell, bring mal schnell eine Post vorbei. Stille Post. Ihr könnt euch Nein, glücklich pst. Schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Die haben eine Mauer, aber egal. Guten Tag, ich möchte vorbei. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch. Ja, ich bin schon da. Guten Tag. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Ja, natürlich habe ich den gehört. Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Gerne doch. Also, was ist beim Wachturm passiert? Ja. War der Drache dort? Ja, ich erzähle dir alles. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit zwischen... Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Oder? Warte, ich muss kurz... Da ist die Falltaste. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Oder? Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Ich denke mal, der Drachenturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ist gut. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Was? Aber es muss mehr dahinter stecken. Ich warte, du Arschloch. Jetzt haben wir wieder die Wahl zwischen, es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte, oder als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Das machen wir. Also ist es wahr, die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Nein. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Ah ja, das ist toll. Was wollen die Graubärte von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Ja, das kenne ich. Ey, da ist ein Drache. Eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Ja. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ah ja, das ist toll. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch, hab ich. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohortgar gerufen hat. Ah ja. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Oh, toll. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde. Höchst selbst. Von Admora war. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut... Ich spuck dich gleich an. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Ja. Die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ja. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotgar aufmachen.
Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Gerne. Ich beneide euch, wisst ihr? Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Oh, toll. Ihr das? I don't care. Hochrotka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es ihn nicht interessiert zu haben. Der guckt mir hinterher. Begebt euch nach Hochrotka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen. Ja, das habe ich. Drachenblut. Kannst du mir dafür die Pfeile rausziehen? Als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Das ist toll, dankeschön. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu. Überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Wer ist denn das, Lydia? Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass sie zum gemeinen Pöbel gehören. Oh ja, aber wer ist Lydia? Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu machen. Wer ist Lydia? Gib mir Lydia. Gib mir Lydia. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wo ist Lydia? Lydia. Lydia. Ja, mein Herr. Lydia. Lydia. So, ich rede nochmal mit was dem. Was benötigt ihr? Wie kommt ihr darauf, dass auf wessen Seiten? Wie wollt ihr Weißlauf? Nein. Andere Seite mir gleich. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Okay, er ist also der Führer. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, ich bin kein Reisender, aber egal. So, wir gucken mal Objekte, Waffen. Was haben wir denn von dem bekommen? Axt von Weißlauf, oder wie? Für also 10 Punkte Magikaschaden. Cool. Nicht cool. Cool. Nicht cool. So, aber wir haben wieder eine neue Stufe. Haha, guten Tag. Ich wollte ja Magier werden. Magika, ja. Zerstörung. Die Schule der Zerstörung umfasst die Kontrolle von Feuer, Frost und Blitzen. Das. Aha. Ja. Das nehmen wir doch mal. Wirke. Zerstörungszauber der Nullwitze für die Hälfte der Magie. Oh, yes. Natürlich. Da brennt's. Hallo? Kann ich jetzt hier drauf? Verstärktes Feuer? Nee. Hatte ich nur einen Punkt? Sieht danach aus. Okay. Schade. Oder? Ja, Fertigkeiten habe ich immer nur einen Punkt. Aber dann rüste ich jetzt eigentlich auch mal Magie aus. So. Und den Eisenstreichkolben. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Ja. Also übe ich mit meinen Fäusten. Du kannst ja noch nicht mal richtig reden, mein Kleiner. Du bist ja ein richtiger Strongboy, ey. Ich hab richtig Respekt vor dir, Alter. Bald ruf, mein Jahr. Wenn ich um so, wo ist jetzt meine Lydia? Bist du meine Lydia? Nee, dich will ich nicht. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Hallo. Was macht ein Huskarl? Komm gerne doch. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Oho, dankeschön. Bin dein Tane, was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Oho, und du bestimmt auch, meine Süße. Komm, folge mir, wir gehen in mein Zimmer. Geht voran. Nein, Spaß. So, was hast du für Ausrüstung? Naja, egal. Geht voran, ich gehe voran. Kommst du mir jetzt mit? Ich sollte vielleicht nicht ganz so krass sein, also. Oder? Oh, da stand sie gerade in mir. Hallo. Reden. Bin immer noch da. Ihr müsst etwas für mich tun. Was denn? Na schön. Was denn? Ja, das habe ich gerade gefragt. Du bist im Befehlsmodus, um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen. Bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dein E. Um einen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Tab. Tab. Was braucht ihr? Tab. Komm mit. Du läufst jetzt aber nicht hinter mir her. Okay, die rennt. Das ist schön. Das ist schön. Na, komm her, komm her. Wollen wir vielleicht später in ein Wirtshaus gehen? Und dann danach ein Zimmer reservieren? Am besten ein Einzelzimmer? Nein.
Kommen Sie bitte mit. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wiedergeben. Ja, bitte, sei ruhig. Sie folgt uns, das ist toll. Weibliche Unterstützung. Haha. Folgst du mir noch? Ja, du folgst mir doch. Wie bist du denn im Kampf? Das würde ich mal gerne testen. Kann ich die auch füttern oder so? Also so mit dem Apfel und dann so hinterher. Komm her. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Rotwadone. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Das interessiert mich nicht. Geh weg. Kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Ja, ja. Komm bitte mit, Lydia. Komm mit. Ich mag dich. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ja, los. Komm mit. Oh, ein Drache. Ich muss gucken, wie viel Uhr. Okay, wir haben noch Zeit. Lydia, ach, komm mit, meine Süße. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Hallo. Bin immer noch da. Oh ja, das merke ich. Ihr geht vor, ich folge. Das mache ich. Komm mit. Ich glaube, so riskante Bergsprünge oder so können wir jetzt nicht mehr machen. Was passiert denn, wenn ich hier runterspringe? Kommt die dann mit? Lydia. Oh Mann. Jetzt sag nicht, dass sie da feststeckt, oder? Ah, Lydia, du Kleine. Da bist du ja. Gut, danke, dass du nicht festgebackt bist. Es wäre etwas blöd, wenn wir die dann gleich hier verlieren. Haben gerade eine neue weibliche Zuschauerin, nicht Zuschauer. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Nee. Ich geh. Nicht weibliche Zuschauer, sondern weibliche Unterstützung. Und dann backt sie sich gleich fest und dann... Na, wer bist du denn? Jever. Brauche ich nicht, okay. Guten Tag. Wir gehen hier entlang. Zu dem Ziel. Ich denke mal, das ist der Berg da. Ach du meine Fresse, ey. Ich denke mal, da sind auch ein paar Gefahren. Deswegen speichern. Das nehmen wir mal. Yep. Komm mit, Lydia. Komm mit. Kann ich auch andere Ausrüstung geben? Das wäre cool. Dann wäre ich so der Magier. Der dir da... Der macht dir Flammen unterm Arsch. Na? Sieht man auch irgendwo die Lebensanzeige von der? Nee, die hat gar keine. Da hinten ist aber auch noch so ein... Hä, was ist denn das für ein Marker? Oh, markierter Ort. Den will ich eigentlich wegmachen. Wie macht man den weg? Nein. Ich will den... Na, scheiß drauf. So. Wir gehen hier entlang. Ich weiß jetzt leider nicht, wo ich hier hochkomme. Und ich denke auch mal auch nicht, dass ich weit kommen werde in dieser Folge. Wenigstens haben wir Unterstützung. Ja, das ist toll. Das ist richtig toll. Honigbräubrauerei. Hallo. Passt mit diesen Flammen auf. Ja, ich fackel dich schon nicht ab. Ich habe doch schon einen weiblichen Arsch, den ich am fackel. Nein. So langsam langt es endlich. So, können wir hier dann hoch? Oder können wir hier dann hoch? Ich denke mal hier ist so ein extra Weg. So. Ich sollte vielleicht nicht immer so viel Kacke labern im Let's Play. Warte, mach ich nochmal. Wo ist denn jetzt der Stand? Nein. Abbrechen. Nein. Wo ist der Stand? Da muss ich... Nee, oder ich muss... Oh, shit. Ich muss da rum. Das heißt, komm mit, Lydia. Oh, du hast ein Schwert. Alter, schön. Komm mit. Achso, wenn ich da so die Waffen zücke, zückt sie auch die Waffen und wenn ich sie wegmache... Ja, cool. Alter. Das gefällt mir. Das gefällt. Dem Satan. Gefällt mir aber wirklich. Also, sie ist sozusagen genau wie wir. Nur halt, dass sie kein Mann ist. Und dass sie... Oh! Da!
Dankeschön. Alter, die ist hier richtig nett. Och, dafür kriegt sie auch nachher ein Leckerli. Der Wolf hat mir irgendwie keinen Schaden gemacht, obwohl ich Schaden bekommen habe. Lydia? Lydia? Da ist er, da ist er. Schön. Ich sollte vielleicht die Waffen draußen lassen. Nicht, dass hier nachher wieder Wölfe kommen. Kann Lydia eigentlich sterben? Ich hoffe mal nicht. Hier sind schon wieder Knochen. Ah ne. Sind nur Blumen. Da könnte man auch bestimmt so hoch, aber okay. Ich bin im... Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Hier, nehmt das. Lass mir einfach rüber. Ihr würdet sterben. Geht sofort. Einschüchter. Sehe ich so aus, als hätte ich Geld. Überreden. Dafür habe ich keine Zeit. Geht sofort. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Na dann, töte ich eben. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Okay. Dann töte ich dich eben so. Ja, würde ich sterben. So. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Mein Gott, du bist alleine gegen zwei. What the fuck? Warum hat die so viel Leben? Boah, ich töte sie trotzdem. Diebe kann ich hier nicht tolerieren. Cool, was sie alles dabei hat. Oh, beschlagen. Nee, die brauchen wir nicht. Oder? Wert 75. Nee. Ey, oh, sie hat einen Eisendolch. Wow. Da hätte ich echt Respekt für. Mhm. Mit dem Eisendolch gekämpft und... Boah. Richtig krasse. Ich frage mich aber, warum wird die nicht die Bin genannt? Weil sie war doch eine Frau. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, da. Aua. Lydia. Da. Lydia. Ich bezahle dich nicht dafür, dass du hier nur rumstehst. Komm jetzt bitte mit. Kann ja nicht sein. Die steht da einfach nur mit dem Bogen und macht nichts. Müssen wir später noch ein bisschen Popo-Klatsch machen. Hat man das früher so genannt? Ich weiß es nicht. Warte, kann man den nicht fangen? So, ich hab dich. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber okay. Popo-Klatschen, Alter. Die guten alten Zeiten sind immer noch die besten. Wo wir noch alle jung und klein waren und so viel Kacke angestellt haben. Ach ja. Mann, ich will... Achso, das ist ein Kaninchen. Okay, nicht töten. Was ist denn das da vorne? Okay, sieht etwas komisch aus. Das Wasser hat noch nicht geladen. Oh, ein Elch! Ein Elch! Er rennt schon mal gegen den Stein. Warte, wohin muss ich denn... Ach du mein... Kann man da nicht einfach so hinreisen? Nein. Schade. Shit. Hallo, Alsch. Alsch. Das ist ein Hirsch. Och, der hat so süße Geräusche gemacht. Aber es ist ein Elsch. Ein Hirschfell. Und ein Wildbret. Warum nennt sich das Wildbret? Das ist alles sehr, sehr komisch. Ich fackel dich an. Okay, er läuft einfach unter Wasser. Lydia? Du sollst... Nein, komm bitte hier auf die Straße. Komm auf die sicheren Wege. Ich möchte dich nicht verlieren. Hier, wo das Feuer ist. Hallo. Jetzt hörst du... Die hört einfach nicht auf. Die schießt das Wasser ab. Ach, egal, scheiß drauf. Was sind das hier? Ich weiß es nicht, aber es sieht komisch aus. Waldtimer Türme entdeckt. Oh, wer bist du? Oh, nee. Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker. Das ist Mandit. Das ist zu dumm. Wie wollt ihr denn einen Heiler bezahlen, nachdem wir euch den Schädel eingeschlagen haben? Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Ich hab doch noch gar nichts gesagt, du. Naja, egal, dann stirbst du eben wieder, du Miese. Oh, cool. 55, warum nicht? Shit, jetzt haben wir aber schon wieder so
so viel im Inventar. Okay. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Öffnen, Holztür. Hallo, hallo, ich bin da. Heiltränke, oh, schön. Lydia, jetzt kannst du mal endlich mal auf mich warten. Kondurumbaren, warum nicht? Gold, Rolle der Unschuld bis zur Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Okay. Lol. Ey, Lydia, warte doch auf mich. Wo bist du? Lydia. Da ist Lydia. Da. Da. Ich töte dich. Ich schlag dir den Schädel ein, du kleiner. Banditenanführer. Das... Hey. Ja, du musst. Oh, lol. Der ist ja schnell gestorben. Hm, Langbogen können wir eigentlich nicht gebrauchen. Gold können wir gebrauchen. Pfeile können wir auch gebrauchen. Wie viel Last habe ich denn jetzt schon wieder? Ich glaube, zu viel, oder? 285, ja. Sollte mal wieder gucken. Was habe ich denn hier? Kann man die... Das könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Kann man sich irgendwo so Kisten oder so kaufen? Wo man alles Wichtige nehmen kann, wo... Ey, hier... Von wo? Ich sehe das nicht. Hier sind Fässer. Och komm, bitte, nein. Spitzhacke kann ich auch mal mitnehmen. Keine Ahnung, vielleicht können wir damit später hacken. Diamanten. Da. Tja. Never mess with me. Devil Lizard is always on the hood. Beschlagene Rüstung. Hm. Nee. Ah, nee. Oh, ein Stuhl. Und ein Eisenpfeil. Warum nicht? Jetzt. Hä? Ach, von da oben noch. Ah, okay. Komm mit, Lydia. Hier werden schon wieder Gehirne gespalten. Durchsuchen, Kommode. Was haben wir denn hier? Bergmanns. Nee, die brauchen wir alles nicht. So, was haben wir hier? Benutzen. Nehmen. Knoblauch brauchen wir jetzt nicht. Elfenohr können wir vielleicht mehr mitnehmen. Und das. Ich weiß halt nicht, ob es man das irgendwie für später mal braucht oder so. Oder ob das gar nichts bringt. Ich weiß es halt nicht. Aufschließen. Boom, Schakalaka. Ich bin einfach nur ein Magischer. Ein Magischer. Aha. Da ist noch eine Truhe. Na, Pelzschild brauchen wir nicht. Kupferdiadem mit Onyx. Na, können wir mal mitnehmen. Shit, ich muss dann auch gleich wieder... Nee, Krug brauche ich nicht. Holzteller... Ah, Alto Wein, komm. Wein, nur Wein, okay. Wein, Zaubertrank, Alto Wein. Und durchsuchen. Gold, Papierrolle, nee. Oh cool, jetzt bin ich wieder so lahm. Gut, dann werden wir uns ein bisschen was reinstopfen. Essen vielleicht? Ah, komm, so. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, das kann ich... Ach, Mann. Zutaten. Das wiegt alles gar nichts. Ich glaube, von meiner Kleidung kann ich vielleicht doch noch mal ein bisschen was da lassen. Eisenschild. Na, komm. Oh, die... Nein. Fallen lassen. Ich wollte es doch gar nicht. Ich wollte die Eisenkriegsaxt und... Ach komm, so geht doch. So, Stahlkrieger-Axt haben wir jetzt zwei mit 14 Schaden. Der hat auch 14. Warum mache ich das nicht einfach so? Links und rechts. Dann könnte ich eigentlich diese Eisenkriegs-Axt wegwerfen. R. Axt von Weißlauf. Na, dann mache ich hier mal so. Na, ja, ich bin jetzt... Oh... Stimmt, shit. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Naja, egal. Ich werde noch hier hochgehen. Werde noch das Gehirn jetzt zerschnetzeln. Was nicht da ist, toll.
Geheiligter Jagdbogen. Wert 329. Das ist mal ein Ding. 329. Was ist denn das jetzt so spezielle daran? Untote bis zu Level 7. Na. Aber dafür, naja, 327. Ja. Wir töten noch schnell das auf der anderen Seite, das Vieh. Oder ist es ein Mensch? Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Da bin ich überfordert. Da arbeitet mein Gehirn zu langsam. Nein, ich habe ein Gehirn. Aua. Ich krieg Schaden, wenn ich sage, dass ich ein Gehirn habe. Klingt unrealistisch, ist aber so. Hier. Tja. Double X. X, X, X. Dietrich Gold. Eisenpfeil. Ich nehme einfach ein bisschen mehr mit, weil ich jetzt eh nochmal verkaufen gehe. Cool, hier kann man sich hinsetzen. Ich setz mich. Schön, 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 schön. Das wäre doch mal schön für so ein Thumbnail. Ein Thumbnail. Kann man das mittlere Ding auch machen? Nee, kann man nicht. Also wegmachen. Schade. Und jetzt hier runterspringen, dann sind wir tot. Nein, ich werde jetzt erstmal speichern. Da, komm. Ich weiß nicht, wo ich speichern soll. So, und jetzt reisen wir nochmal schnell nach Flussland. Flusswald, Fluss. Ach, komm. Komm, komm, komm. Ich will nicht suchen, ich... Ach. Ivarstadt? Ich glaube, ich muss hier mehrere... Ah, nee, da ist es ja. Da ist es ja. Habe ich gar nicht gesehen. Such dich beim Schleifen, jemand ist das Auge halb geöffnet. Sobald es ganz geöffnet ist, wurdest du entdeckt. Schön, interessiert mich nicht. Oh nee, jetzt ist schon wieder Nacht. Wer bist du denn? Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht... Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Ist mir egal. Tee. Wie lange warten? Mittags 17. Nee. Ich mache einfach mal 9. Und Enter. Ah, jetzt geht's aber. Ich muss wohl alles irgendwie mit den Pfeiltasten machen. Ich weiß nicht warum. So. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 5 Uhr morgens. Dann machen wir nochmal 2. Komm. So. So. Irgendwie muss ich dazu ganz oft Leertaste drücken. Enter. Doch, hier müssen wir rein. Lydia, kommst du mit? Willst du mir bei meinem Handwerk zuschauen? Oh, du willst. Hallo. Guten Tag. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Ehe und Schmuckstücke, Krimskram. Ja, sei leise. Sei leise. Waffen, was hast du denn alles? Brauch ich nicht. So, jetzt gucken wir mal bei mir. Waffen, was habe ich denn hier alles? Den hier. Wie, jetzt hat er nur noch 106? Hä? Verliert er an Wert oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Fellrüstung können wir verkaufen. Was bringt uns das denn? Kupferdiadem mit Onyx. Na, verkaufe ich mal. Brauche ich nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Pilzhelm des Beschwörers, Ring. Silberner Granitring. Verkaufe ich auch mal. Redekunst verbessert. Ja, ich rede auch hier die ganze Zeit, ne? Ihr seht schon. Ich rede einfach ununterbrochen. Können wir auch verkaufen? Nein, das nicht. Seelenstein. Ich weiß halt nicht, ob diese ganzen Sachen hier irgendwie wertvoll sind. Nein, warte, den Hirschfell. Wert 3. Nee, das war's. Also gut. Ja, sehr, sehr gut. Wir gehen hier hin. Auf die Straße und speichern. Es war jetzt wohl eine etwas längere Folge. Ist der Karren eigentlich wieder gefüllt mit Kohl? Nee, ist er nicht. Du Schwein! Hey, pass ein bisschen auf. Oh, ich töte. Nein, Lydia, es tut mir leid. Was kann ich tun für dich?
Ich wollte dich eigentlich nicht töten. Ja, toll. Was hast du hier eigentlich für eine Rüstung an? Die sieht irgendwie komisch aus. Egal. Ich bin trotzdem froh, dass du dabei bist. So, jetzt werden wir erstmal speichern. Ach komm. Speichern. Himmelsrand. Ja. Speichern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüssi.